Wir kommen heute zu einem weiteren Free-to-Play-Spiel, was ich vorstellen möchte. Das Spiel ist Games of War und ich habe das schon vor längerer Zeit mal ziemlich intensiv gespielt und bin dann nach und nach ausgestiegen, weil es einfach dann nicht mehr so motivierend war. Und nachdem sich inzwischen doch einige Änderungen ergeben haben, möchte ich es heute einfach mal vorstellen und ein bisschen darauf eingehen, was sich alles geändert hat und ja, inwieweit die Suchtspirale inzwischen ja, wieder greift und mehr Motivation da ist, einfach in dem Spiel weiter aktiv zu sein. Also starte ich mal direkt mit dem ja, täglichen Bonus, weil, wie gesagt, habe ich es jetzt vor kurzem wieder angefangen. Habe jetzt heute den 6. Tag erreicht. Und der Gildenbonus aktuell, ich habe jetzt, bin jetzt einer neuen Gilde beigetreten, die natürlich noch ziemlich am Anfang steht, nachdem ich für die andere nicht mehr oft genug gespielt habe damals. Was auf jeden Fall wichtig ist, was ich am Anfang oft gemacht habe, also inzwischen habe ich 756 Ruhm angehäuft, dass ich am ersten Tag, also jede Woche beginnt eigentlich so ein PvP-Event und je früher man hier natürlich auf Platz 1 kommt, dann bekommt man die ganze Woche diesen maximalen Bonus, von dem ich jetzt nicht weiß, bis wie weit der hochgeht. Aber jedenfalls je höher die Stufe, desto höher die tägliche Ruhm-Belohnung. Okay, das sind jetzt im Endeffekt einfach nur die Gutscheine. Natürlich ist das eben, da es ein Free-to-Play ist, gibt es verschiedene Stufen. Gehen wir gleich mal den Shop durch. Also was auf jeden Fall neu dazugekommen ist, sind dieses ganze VIP-Thema, wo es hier dann noch weitere Belohnungen gibt. Aber bei Free-to-Play halte ich es ganz gerne so, dass ich im Regelfall kaum was ausgebe, sofern es nicht unbedingt notwendig ist und ich mir wirklich alles selber erspielen kann. Damals ist sozusagen also man kann auch diese Premium-Währung, die man hier kaufen kann, erspielen. Die VIP-Punkte, gehe ich davon aus, die kann man bisher nicht erspielen. Gold kann man entsprechend gegen die VIP-Sachen kaufen. Seelen kann man auch alle ganz normal im Spiel erstellen. Und wo ich damals sozusagen ausgestiegen bin, war, als ich hier diese, ich glaube, das hat damals auch 500 Premium-Währung, 500 Diamanten gekostet, die ich mir nach und nach im Spiel erspielt habe und dann entschieden, dass ich die Drachenrüstung haben wollte. Hier ist vor allen Dingen eben, weil der Goldbonus noch wichtig war. Der ist jetzt auch noch wichtig, weil es deutlich mehr Sachen gibt, für die man das Geld ausgeben kann. Aber damals war es auch noch so, es gab sozusagen eine Beschränkung, wie lange man spielen konnte, weil nämlich jede Schlacht mindestens Geld gekostet hat. Die ist auf jeden Fall inzwischen entfallen. Und ja, das sind dann noch hier so einzelne Belohnungen und da sind jetzt sozusagen so wöchentlich für den Event nochmal Spezialsachen, die man dann erwerben kann, auch gegen die PvP-Währung oder die man halt auch noch an anderen Stellen im Spiel erspielen kann inzwischen. Und hier sieht man auch schon, was zum Beispiel komplett neu dazugekommen ist, sind diese ja, weiteren Stufen und überhaupt die ganze Einheitenentwicklung ist sehr viel komplexer geworden und umfangreicher. Und hier sind jetzt nochmal so Spezialpakete, die sind jetzt relativ uninteressant. So, jetzt hole ich mir erstmal hier das tägliche, die tägliche Belohnung ab, was sozusagen an Boni angefallen ist. Weitere Boni gab es jetzt nicht. Dann gibt es noch eine weitere tägliche Belohnung, wo es nochmal, also wahrscheinlich sind das die, die am Anfang gezeigt wurden, die werden anscheinend nicht automatisch dazugegeben, sondern das ist sozusagen das, was ich jetzt hier sozusagen dann ausgezahlt bekomme. Das heißt, das muss ich dann auch selber erst noch abholen. Was neu ist, ist, dass man hier den Schwierigkeitsgrad anpassen kann. Das heißt, dass man hier dann auch nochmal direkt Boni aktivieren kann, die dann nochmal zusätzlich zur Rüstung aktiv sind. Also hier steht zwar, dass das auch für PvP gilt, aber für PvP stand eigentlich drin, dass es dafür nicht gelten würde. Aber nicht desto trotz, mal gucken, also hier wird zumindest nichts angezeigt. Das heißt, ich habe gestern angefangen, eben ein paar PvP-Kämpfe zu machen. Anscheinend gibt es hier jetzt noch keine Revanche. Damals hatte ich im Endeffekt aufgehört, als ich soweit alle Königreiche im Großen und Ganzen freigeschaltet hatte oder zumindest genug, um die letzte Errungenschaft dazu zu bekommen. Im Moment sind für mich noch zwei Errungenschaften ausstehend. Einmal, dass ich 100 unterschiedliche Einheiten im Besitz habe. 100 verschiedene, mit denen man natürlich eh nicht gleichzeitig kämpfen kann. Aktuell habe ich jetzt diese drei Karten. Das heißt, eine Karte, die mir im Endeffekt dabei hilft, die Rüstung meiner ganzen Einheiten zu verbessern. Dann bekomme ich noch einen Bonus, weil ich eben entsprechend in mein Königreich, Qetar ist mein Königreich, das ist das Königreich der Untoten,
Die Questreihe habe ich hier schon erfüllt. Und da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also die Einheiten ganz kurz. Alastair, eben zur Stärkung meiner Verbündeten. Dann Skelett, der mir zusätzliche Schädel auf dem Spielfeld erzeugen kann. Dann natürlich mein Hauptcharakter, der jetzt aktuell ein Speer des Krieges hat, wo ich vor allem Geld nutze, wo wiederum der Alchemist ins Spiel kommt, weil der kann nämlich eine Farbe auf dem Spielbrett in Gelb umwandeln, sobald er aufgeladen ist. Was noch dazu kommt, sind die Boni. Da habe ich zum Beispiel eben aktuell so das Banner aktiv, damit ich rote Edelsteine mehr bekomme. Das heißt, das hilft Alastair und dem Alchemisten, wenn ich Kombinationen mache. Und hier seht ihr eben den Bonus, weil ich zwei Einheiten aus Ketar habe, bekommen die zwei Rüstung einfach direkt dazu. Dann, das hier sind die Waffen, die mein Held inzwischen freigeschaltet hat. Und wie gesagt, zu den Einheiten, da werde ich jetzt nicht großartig drauf eingehen. Da muss jeder sich überlegen, wie und mit wem er spielen will. Gestern war zum Beispiel ein PvP-Event, das mir sehr zu schaffen gemacht hat, war nämlich hier sozusagen die Vampire, die ja mit wahrem Schaden arbeiten. Das waren dann drei Einheiten, die meine Gruppe ziemlich schnell dezimiert haben, weil die einfach die Schilde umgangen sind. Da hat mir Alastair im Endeffekt überhaupt nichts geholfen, weil ja, die paar Lebenspunkte waren dann ruckzuck aufgebraucht. Soweit ja, die Elemente. Jetzt, also was vorher schon da war, als ich aufgehört habe, waren eben die klassischen Quests. Jede von den einzelnen Königreichen hatte eine komplette Quest. Die habe ich zum Beispiel noch gar nicht groß angefangen. Da gibt es dann immer irgendeine ja, aufgesetzte... Achso, nee, Orion, das ist schon, da bin ich schon fast durch. Da bin ich jetzt vor dem letzten Schritt. Da probiere ich das gleich nochmal aus. Und das war sozusagen die Leiste. Da gibt es jetzt diese Fortschrittsleiste, inwieweit ihr das schon geschafft habt. Was jetzt neu dazugekommen ist, sind hier bei meinem Helden... ich habe jetzt gestern das erste freigeschaltet. Es sind nämlich die Klassen dazugekommen. Das heißt, die kann man jetzt weiterhin ausbauen, also ein nächster Punkt, wo man dann einfach Boni sich aktivieren kann, die dann entsprechend mit Seelen gekauft werden. Und die erste habe ich jetzt schon freigespielt, die andere werde ich gleich mit euch zusammen machen. Das sind dann auch nochmal, also aktuell habe ich jetzt 6 Siege gewonnen, seitdem ich das aktiv habe. Hier werden also auch nochmal Boni freigeschaltet, das kann man dann für jede, ja, für jede Klasse extra machen. Dann gibt es, das ist eben ein komplett neuer Block, das heißt, da ist die Sammelleidenschaft, einfach Kämpfe zu machen und Belohnungen zu bekommen, weil es jetzt eben Runen gibt, die nach und nach ja, weitere Elemente freischalten lassen. Und dann gibt es hier noch eben, ja, das sind dann auch nochmal Stufen, die dann sozusagen über das Königreich, glaube ich, mitgegeben werden und die gesamte Zusammensetzung. Das heißt, für jede Klasse kriegt man auch nochmal ganz Spezialangriffe, also so 4 Sterne. Waffen und ja, das ist auf jeden Fall nochmal eine Motivation, wo man viele Sachen zusätzlich freischalten kann. Das gleiche ist letztlich bei den Einheiten, während es früher eigentlich nur, da gab es eigentlich nur sozusagen die Spezialfähigkeit und die Einheit selber. Das hier ist wie gesagt neu, da gibt es drei Stufen, die man freischalten kann, aber das Ganze geht eben noch ein bisschen weiter. Die Einheit ist jetzt glaube ich auf Level 16. Jetzt kann man aber hier noch, die ist glaube ich schon einmal, habe ich sie schon von weiß auf grün, sozusagen von normal auf selten. Und wenn ich jetzt noch ein weiteres Skelett finde, dann kann ich die auf ultra selten erhöhen und kann dann hier auch nochmal, ich denke mindestens eine Stufe, kann ich dann die Klasse auch hier nochmal erhöhen, bekomme hier natürlich entsprechende Boni. Ihr seht das, hier kommen jeweils 1 dazu, 2 Schild kommen dazu. Und dann eben hier, wie gesagt, die Eigenschaften wieder angezeigt wurden. Hier brauche ich auf jeden Fall noch eine ganze Menge kleine Magiesteine, um dann die erste Stufe zu bekommen. Und Entzaubern ist letztlich, wenn man Einheiten auflösen will, damit man Seelen bekommt. Und hier ist nochmal so die Übersicht, wie sich das Ganze zusammensetzt. Soweit. Also und das ist jetzt letztlich für alle Einheiten inzwischen in der Form verfügbar. Kann man gucken, ob beim Alchemisten, also der hat auch Maximallevel. Da ich jetzt im Moment nur 4 habe, kann ich leider jetzt auch noch nicht die nächste Stufe erreichen. Aber ich kann auf jeden Fall das schon mal aktivieren und brauche dann eigentlich auch nur noch einen Alchemisten, um das zu aktivieren. Und hier sind auch noch einige Feuersteine, also einige Runen nötig, bis da was gemacht werden kann. Und das ist jetzt so,
Man bekommt diese ganzen Sachen ziemlich häufig inzwischen. Also auch mit Schlüsseln wird man inzwischen ganz gut verwöhnt. Also ich mache jetzt einfach mal die 14 Truhen auf, damit ihr mal so einen Eindruck bekommt, was da jetzt alles zusammenkommt. Also hier seht ihr letztlich Runen, die ich bekommen habe. Hier habe ich noch ein Skelett bekommen. Das werde ich dann jetzt gleich nutzen und dann auf die nächste Stufe upgraden. Ein großer Wasserstein, noch zwei weitere Einheiten, Zyklop und auch noch 20 Seelen. Also ich habe hier jetzt auch schon mal 40 Flügel bekommen von dieser Premium, also von der PvP-Währung. Also in diesen Kisten kann jetzt sozusagen inzwischen alles Mögliche drin sein. Und ja, ich werde jetzt auch gleich mal die Runen tun. Also das ist auch eine Neuerung. Früher gab es nur einen Schlüssel. Okay, jetzt habe ich auch gerade meine 100. Einheit, also meine 100. verschiedene Einheit bekommen. Und okay, da seht ihr jetzt hier wieder Einheiten, sogar ein runischer Feuerstein. Und genau, das ist jetzt die neue Einheit. Die hat mir jetzt sozusagen die 100 komplett gemacht, womit die vorletzte Errungenschaft vervollständigt wurde. Und hier seht ihr zum Beispiel Ruhmpunkte, die ich dann auch dazu bekomme. Das heißt, während ich die hier eben ganz normal mit Gold kaufen kann, sind das hier eben ja, Ruhmtruhen, das sind eben diese Flügel. Edelsteintruhen, die Schlüssel kann man auch gewinnen. Hier habe ich jetzt aktuell zwei. Schauen wir mal nach, was da so... okay, also da ist jetzt jeweils eine Karte natürlich auch drin gewesen. Und die sind jetzt schon mindestens selten, ultra selten. Und Eventruhen habe ich bisher keine. Da weiß ich jetzt noch nicht genau, inwieweit die auch gewonnen werden können. Und VIP-Truhen natürlich erst dann, wenn man einen VIP-Status hat. So, dann kann ich jetzt gleich mal hier reinschauen und mal sehen, wie sich jetzt das Skelett erhöhen lässt. So, Aufstieg. So, damit wird es jetzt zu ultra selten, wird entsprechend stärker. Jetzt brauche ich also nochmal 25, um auf episch abzugraden. Ich nehme an, dass das dann auch die letzte Stufe ist. Wobei, von den Einheiten her gibt es eigentlich noch eine Stufe darüber, muss ich gleich nochmal nachschauen. Genau, also Stufe 16 war ich jetzt schon. Jetzt habe ich auch genug Seelen bereits verfügbar. Das heißt, ich kann hier auch gleich nochmal verbessern und eben die Kampfstärke aufleveln. So, das heißt jetzt inzwischen, ja, jetzt muss ich mal hier gucken. Also jetzt hat er tatsächlich 8, 7 und 17. Eben die anderen Sachen kann ich noch nicht freischalten. Was ich jetzt noch nachgucken wollte, war hier. Also es gibt noch neben episch legendär. Also ich weiß nicht, ob man die Karten dann auch bis legendär upgraden kann. Das werde ich dann einfach entsprechend ausprobieren. Sobald ich lang genug gespielt habe, um ja, genug Karten dafür zu bekommen. Aber ihr seht schon, das ist auf jeden Fall sehr viel motivierender, weil früher konnte man mit den Karten eigentlich nichts weiter machen, außer dass man sie verkauft hat, um eben ein paar Seelen zu bekommen. Da steht sogar, dass man die, dass ich die aufleveln kann. Genau, weil sie halt aufstiegen, also dass sie auf grün erhöht werden könnten. Und entzaubern ist eben einfach, wenn man die jetzt auflöst letztlich, dass man eben ein paar Seelen bekommt. Klar, für die einfachen, für die häufigen Karten ist das kaum lohnenswert. Das ist inzwischen einfacher, die Sachen einfach zu erspielen. Und zum Erspielen von Seelen lohnt sich, hier ist zum Beispiel noch neben dem Story-Quest, die man nur einmal durchspielen kann und danach ist halt alle. Danach ist Schicht im Schacht, gibt es dann die Arena, wo man mit Zufallskarten letztlich hier noch ganz gut weiter punkten kann. Und selbst der erste Sieg bringt schon 50, beziehungsweise soweit ich weiß, hat es hier auch verdoppelt. Also die Boni, sowohl die Rüstungsboni, nochmal meinem Helden nachschauen. Also sowohl die Rüstung, die man angelegt hat, als auch natürlich die Schwierigkeitsboni, die dann hier zusammengestellt werden. Also ich brauche noch 13 Level, dann kann ich sogar die nächste Stufe benutzen. Wirken sich auf jeden Fall auch auf diese, ja, auf diese Abgaben aus, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt, da kann man schon relativ schnell Seelen freispielen. Hier hat man auch dann die Schlüssel. Das waren die Ruhmtruhen, die man dann noch mitbekommt. Und natürlich die Pokale sind vor allen Dingen wichtig für die Gilde, weil der Gildenrang ergibt sich hier aus den Trophäen, die insgesamt von allen Mitgliedern eingesammelt wurden. Und bei 100 Trophäen würden wir jetzt in die Bronze Stufe 2 dann, denke ich, aufsteigen.
Mal sehen, wie lange das dann dauert. Also wer mitmachen möchte, Anna Jun steht sozusagen für Mitglieder bereit. Und ja, in den Gilden, da sind auch noch Aktivitäten dazugekommen. Genau, das sind die Aufgaben. Also was auf jeden Fall neu ist, ist, glaube ich, das mit den Schlüsseln. Die Schatzkarte ist eine der letzten Neuerungen, die ich selber noch mitbekommen habe, die ich auch sehr, sehr gerne spiele. Da zeige ich euch auch gleich noch ein paar. Und letztlich habe ich über die Gilde auch am meisten von den Diamanten bekommen. Neben den Schatzkarten, in denen man auch ganz gut Diamanten erspielen kann. Das andere sind dann eben noch Herausforderungen, die im Laufe der Quest freigeschaltet werden. Also da ich ja jetzt bei dieser einen Quest, die ich euch gleich den Schluss zeige, schon alles freigeschaltet habe. Hier ist es so, ich glaube 15, 20 und hier glaube ich 100 normalerweise. Außer ihr habt halt diese Boni aktiv, dann würdet ihr halt ich im Moment schon das Doppelte bekommen, weil ich ja zweimal 50% Boni auf die Seelen bekomme. Und was jetzt eben vor allen Dingen neu ist, also ich probiere jetzt gleich mal die Abschlussmission von Orion der Jäger. Also dann, es geht los, von mir aus. Für meine Crew, für mein Schiff und für mich. Also die Dame haben wir unterwegs irgendwo getroffen und nachdem wir uns jetzt sozusagen an Orion herangeschlichen haben und ständig von irgendwelchen anderen Gruppen überfallen worden, geht es jetzt zum Angriff auf Orion selber. Also hier nochmal der Questfortschritt, ist jetzt eigentlich die letzte Quest. Und dann wird Atlanta freigeschaltet. Also Atlanta müsste sie sein. Genau, sie ist Atlanta Orion zu bilden. Also sie ist Atlanta und danach bekommt man die Karte dann zur Verfügung. Da ich jetzt die Schwierigkeiten aktiv habe, mal schauen, wie schwierig es tatsächlich wird, das zu nutzen. Also den zu besiegen. Und das, was eben früher war, ich glaube, da waren 50 oder es waren sogar 200, glaube ich, pro Kampf notwendig, damit man überhaupt kämpfen durfte. Jetzt ist eigentlich nur noch hier, dass man mit einem Speer mal eben da bezahlen kann, um zu gucken, welche Einheiten einen da erwarten. Aber gerade bei den Missionen hier ist es eigentlich ziemlich uninteressant, weil man geht einmal rein, verliert halt und beim nächsten Mal weiß man sowieso, welche Einheiten da sind und kann sich im Zweifelsfall anpassen. Das ist vielleicht nur noch bei PvP-Events, dass man da nochmal vorher sein Team irgendwie optimiert und anpasst, um bessere Chancen zu haben, wenn es zu schwierig wird. Also, auf in den Kampf. Das Interessante, also ihr seht jetzt schon, zum Glück bin ich derjenige, der zuerst ziehen darf, wobei ich hier bei zwei Totenschädel-Kombos ich wahrscheinlich nicht beide, na doch, ich kann beide nutzen, weil wenn ich die Rot-Kombo mache, dann geht sowohl die Schädel-Kombo als auch die Schädel-Kombo schließt sich dann. Hier seht ihr auch, dass auch die Karten letztlich schon so weit hochgestuft sind, dass sie hier eben diese Sonderzeichen bekommen. Das heißt, für jeden blauen Verbündeten hat er eben zusätzlichen Angriff bekommen. Deswegen hat er jetzt 11 Angriff. Und wenn ein Verbündeter stirbt, wird er auch nochmal was bekommen. Die anderen haben jetzt hier keine Boni. Das sind dann also zumindest keine Lebens- oder Angriffsboni. Sondern, ja, das sind dann sehr individuell. Hier zum Beispiel. Okay, für PvP würde der noch zusätzlichen Angriff bekommen. Also, dann sozusagen das erste ist dann hier schon mal zwei Angriffe, das heißt mit 24 Schaden ist der eigentlich auch schon tot. So. Da habt ihr jetzt auch schon gesehen, jede Einheit, die ihr tötet, bringt euch eine Seele mit den Boni entsprechend aktuell bei mir schon zwei. Und hier ist jetzt, da habt ihr gesehen, das waren 5, jetzt ist es direkt auf 10 hochgerutscht aufgestiegen, weil ich eben diesen Bonus aktiv habe, dass ich belohnt werde. Also dass ich zwei pro Combo mehr bekomme, aufgrund dieser Flagge, die ich ausgewählt habe. So, jetzt hat er die Totenschädel-Combo, was jetzt nicht so kritisch ist, weil der natürlich noch ausreichend Rüstung hat und ich hoffe, dass ich ihn ziemlich bald einsetzen kann, um dann, ja, um sozusagen die Schilde hochzufahren, eben allen Verbündeten Rüstung zu verleihen. So, wenn ich die Combo mache, dann bekommt er hier eine 4er-Combo, deswegen mache ich es lieber auf der Seite, damit er, weil hier ist es so, sobald jemand mindestens eine 4er- oder sogar eine 5er-Combo macht, dann endet der Zug nicht und man ist weiter dran. Umgekehrt ist es so, die meisten Fähigkeiten oder egal, ob man jetzt eine Fähigkeit einsetzt oder einen Zug macht, endet normalerweise die Runde. Das heißt, man kann hier nicht irgendwie drei Fähigkeiten im Regelfall hintereinander machen, aber es gibt ein paar Karten, die sind in der Lage,
dass ihre Runde nicht beendet wird. So, das Lila würde ich jetzt erstmal noch stehen lassen, weil es natürlich für die Verstärkung nachher interessant ist. So, das war jetzt schon... Ja, jetzt hat er hier eine 5er-Kombo bekommen, weswegen er natürlich nochmal dran ist. Jetzt wird es für Alastair langsam eng. Jetzt braucht er doch ziemlich dringend letztlich die Aufladung. Okay, mit der Rot-Kombo kriege ich jetzt beide aufgeladen. Und es ist auch so, dass nach einer also ihr habt jetzt hier gerade gesehen, dass hier ein Schlüssel aufgetaucht ist. Das heißt, man wird eigentlich ziemlich gut belohnt mit verschiedenen Schlüsseln und Items, die man einfach während des Kampfes dann aktivieren kann. So, ich werde jetzt hier dann die Lila aktivieren. Das heißt, ich bekomme 6 Rüstungen plus eben mit dem Verstärkungsrate 3:1. Das heißt, aktuell sind 8 Lila Kugeln. Das heißt, ich bekomme insgesamt 8 Rüstungen für jeden, die natürlich dann sehr viel weiterhilft, dass der wieder ein bisschen geschützt wird. Okay, bei ihm ist es jetzt gleich wieder aufgebraucht worden, aber das macht an der Stelle nichts, weil grün ist die Währung, also grün ist die Spielfarbe, die ich am wenigsten gebrauchen kann, weil ich dafür keine Karte habe, die die nutzt. Deswegen ist es umso schöner, dass ich jetzt hier eben grün wandeln kann. Ich bekomme mindestens hier 4er, da war eine 5er-Kombo. Und ja, jetzt seht ihr schon die Schwierigkeit. Okay, hier unten habe ich noch eine Mehrfachchance, dass ich sagen kann, okay, dass ich die erstmal kombinieren kann und dann noch weiter ziehen kann, weil sonst wäre jetzt das gerade schon schwierig geworden, weil natürlich er mindestens einen Totenschädel-Kombo bekommen hätte. So sieht es schon sehr viel angenehmer aus. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich letztlich ihm hier keine Vorlage liefere, womit er noch weitere Schädelkombos machen kann. Das heißt, ich werde jetzt hier erstmal den 7 wahren Schaden auslösen und ihn dann den nächsten Zug machen lassen. So, damit habe ich nämlich dann gleich wieder die nächste Möglichkeit. So, fügt neuen Schaden zu und wandelt alle blauen Steine in rote. Verstärkung 2:1, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Schaden würde sie auslösen zusätzlich. Das heißt insgesamt 14. Das ist für Alastair dann schon ziemlich knapp mit den 16 Schaden. Deswegen muss ich mal schauen, ob ich nicht doch noch irgendwie eine Möglichkeit finde. Ja, wenn ich jetzt hier nochmal das Gelb wandeln lasse, dann habe ich hier nämlich schon die Möglichkeit, also zum einen nehme ich hier damit die blauen Steine, was natürlich schon mal sehr praktisch ist, falls sie überhaupt überlebt. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich kann hier eine 4er-Kombo auslösen, womit ich dann auch nach dem Zug, also nach dem noch am Zug bleibe. Ja, jetzt ist die Frage, ob ich es nach oben mache, weil es kann sein, dass ich da vielleicht noch eine brauchbare Kombo bekomme. Schauen wir mal. Okay, da ist jetzt nichts. Und dann kann ich jetzt hier den Totenschädel machen und kann das auf jeden Fall vermeiden, dass sie ihre Fähigkeit auslösen kann. So, hier ist jetzt gleich wieder eine 5er. So, Mana Search bedeutet, in dem Moment, dass ich die doppelte Menge an Mana zur Verfügung gestellt bekomme, hat man jetzt natürlich nicht gesehen, weil die schon aufgeladen waren. Bei anderen Kombos kommt es je nachdem darauf an, wie gut ihr bereits bestimmte Fähigkeiten hochgespielt habt, ob dann Mana Search ausgelöst wird. Aber bei 5er-Kombos ist es sozusagen garantiert, dass da ein Mana Search kommt. So. Okay, jetzt hat er da eine 4er-Kombo, kann also danach weitermachen. Und ich kann jetzt auch nochmal die Verstärkung aktivieren. Da muss man bloß ein bisschen aufpassen, dass man nicht versehentlich Dinge aktiviert, dass dann er irgendwelche Schädelkombos machen kann. So, hier ist es also gut. Jetzt muss ich natürlich erstmal die Schädelkombo beseitigen, weil er die sonst übernehmen könnte. Und da ist am sinnvollsten, ich mache die nach oben, weil dann habe ich hier nachher keine Gefahr, dass die zusammenlaufen. So, jetzt wie gesagt erstmal wieder den Verstärkungseffekt. Hier habe ich jetzt keine Gefahr, außer da oben kommt jetzt noch ein Totenschädel, dass ich da von ihm angegriffen werden kann. Ja, das sieht gut aus. Okay, jetzt hat er im Endeffekt eine Fähigkeit ausgelöst, womit hier ein paar Sachen zerstört wurden. Aber ich bin jetzt wieder am Zug und kann hier wieder die
Fähigkeiten nutzen, womit eben aufgrund meiner Search, das wären normalerweise 5 Punkte gewesen, weil es war ja so ein Kreuz. Und der hier braucht ja 12 Werte und damit war der auch dann schon wieder aufgeladen. So, jetzt kann ich mir überlegen, also hier kann ich auf jeden Fall, wenn ich, also die Fähigkeit ist normalerweise so, dass sie die Runde beendet. Deshalb muss ich immer gucken, oder beziehungsweise deswegen achte ich darauf, dass ich auf jeden Fall mindestens eine 4er-Kombo hinbekomme. Das wäre einmal wieder mit Grün der Fall, weil wie gesagt, Grün ist ja die Farbe, die ich am wenigsten brauche. Mit Blau könnte ich das an der Stelle auch gewährleisten. Da wäre auch mindestens ein 5er drin. Aber ich werde an der Stelle, da ich eh bloß noch einen Punkt brauche, auf jeden Fall wieder auf Grün gehen, weil die Farbe für mich einfach am uninteressantesten ist. So, jetzt wieder überprüfen, dass ich hier eventuell... Okay, da oben ist noch ein 4er. Und damit ist dann auch wieder eine Totenschädel-Kombo, die ich natürlich vorziehe, weil er sonst die unter Garantie ausführt. Okay, jetzt hat er hier... Okay, einem Feind wird 3 bis 27 Schaden zugefügt. Das könnte zumindest Alastair schon das Leben kosten, weil der hat jetzt nur noch 24 Schaden. Das heißt, umgekehrt müsste ich mal schauen, ob ich noch hier irgendwas auslösen kann. Also hier kann ich jetzt nochmal eine Blau-Kombo machen und zu gucken, was dann eventuell hier verändert wird. Aber es lohnt sich an sich im Moment nicht. Das heißt, ich mache lieber regulär die Totenschädel-Kombo und hoffe mal, dass es nicht Alastair trifft. Doch, okay, aber es ist insoweit unkritisch, weil er hat jetzt nicht so viel verloren. Bei ihm eben Magie verstärkt dann halt den Schaden, beziehungsweise eben diese Fähigkeit, was jetzt bedeutet, dass sie bis 32 Schaden macht, weil es ist ja eben um 5 Punkte verstärkt worden. Das Zeichen des Jägers eben verursacht den doppelten Schaden, das heißt, wenn der 18 Schaden macht, würde der jetzt mit 36 angreifen, sobald er eine Schädelkombo bekommt. Das muss sich natürlich möglichst vermeiden, weil ansonsten ist der so gut wie hinüber. Aber jetzt an der Stelle erstmal wieder den 7 Warenschaden zufügen, womit der dann nur noch 11 Lebenspunkte hat. Hier kann ich jetzt wieder schauen. Hier lässt sich auf jeden Fall die 4er-Kombo gut schließen. Die lässt sich jetzt nur nach rechts schließen, aber das sollte an der Stelle auch kein Problem sein. So, eine Totenschädel-Kombo kommt da jetzt nicht zustande, aber ich kann jetzt natürlich gelb auslösen. Hier ist jetzt wieder eben zu prüfen, also rot wäre auf jeden Fall möglich, eine 4er-Kombo zu bekommen. Hier würde zum Beispiel eine 5er-Kombo gehen, also lila würde auch funktionieren. Wobei ich lila aber noch aufheben würde, weil der ist jetzt fast aufgeladen und wenn da noch eine lila Kombo zusammenkommt, dann kann ich seine Fähigkeit einsetzen und dann sollte es auf jeden Fall mit den Schädeln noch ganz gut hinkommen. Das heißt, im Moment ist tendenziell rot sozusagen die beste Option zu sagen, ja, die sichert mir erstmal den nächsten Zug. Hier kann ich jetzt noch eine 5er-Kombo dazu machen. So, aktuell überlasse ich jetzt lieber ihm wieder den Zug und verwende eben natürlich gleich wieder meine Heldenwaffe. Das heißt, ich brauche jetzt bloß noch einmal den Helden einzusetzen oder letztlich zweimal Alastair zu aktivieren, um dann ja, das Spiel soweit zu gewinnen. Jetzt muss ich mal schauen, wie die dann zu liegen kommen. Okay, der Braune würde dann da unten landen, aber das heißt, der Schädel würde 4 Felder nach unten kommen. Das heißt, 1, 2, 3, 4, also genau an die Stelle, um eine Totenschädel-Kombo zu ermöglichen, was ich natürlich eben wieder nicht möchte. Das heißt, deswegen werde ich die Kombo da unten so nicht machen. Blau ist im Moment eh uninteressant. Das heißt, ja, wenn ich jetzt die Lila-Kombo mache, dann würde hier auch eine Totenschädel-Kombo entstehen, weil der 1 runterfällt und dann natürlich hier die 3er-Kombo möglich ist. Und ja, wie gesagt, Alastair würde den Angriff auf jeden Fall überhaupt nicht überleben. Deswegen lieber etwas vorsichtiger. Da gibt es dann im Moment gar nicht so viele Möglichkeiten. Entweder das Blau hier, was mir nichts nützt, oder am besten dann eben Braun, in der Hoffnung, dass nicht da oben ausgerechnet ein Totenschädel zu liegen kommt. Okay, das hat soweit geklappt. So, wenn ich den jetzt zur Seite nehme, dann kommt der Schädel auch hier bis auf die Stelle, was allerdings auch kein Problem ist.
Genauso kann ich auch das Blau, aber das Blau, wie gesagt, nützt mir nichts. Deswegen ist es hier sinnvoller, weiterhin bei Braun fortzufahren. Ja, jetzt hat er natürlich einen Totenschädel-Kombo. Damit ist Alastair hinüber. Und dann kann ich jetzt letztlich auch hier die Combo machen und bekomme dann sogar noch einen weiteren Zug. Weil es ist so, wenn ich den rübernehme, fallen natürlich die beiden Blauen nach unten. Das heißt, der Gelbe kommt genau drei Felder unten zu liegen und macht hier die Vierer-Kombo. Und dann ist die Blau-Kombo auch noch abgeschlossen. Somit bleibe ich auf jeden Fall am Zug und kann die Totenschädel-Kombo, die jetzt hier entstanden ist, auf jeden Fall nutzen. Und ich kann hier natürlich noch mehr Totenschädel erzeugen, was zumindest darauf hinauslaufen kann. Genau, machen wir erstmal die noch fertig. Und dann mal schauen, ob die sieben Schädel dann entweder direkt schon eine Kombo machen. Ja, sogar zwei Kombos, sehr schön. Und damit ist die Runde auch schon gewonnen. So, das ist im Endeffekt der große Magiestein. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Kampf gewinnt, bekommst du auf jeden Fall auch einen Magiestein. Die Größe ist allerdings ziemlich unterschiedlich, also von klein bis groß habe ich bisher auch sehr verschiedene bekommen. So, Stufenaufstieg. Nach jedem Stufenaufstieg bekommt ihr eine Magiebeherrschung, die letztlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, für eine bestimmte Magie eben dieses Mana Surge zu bekommen. Das heißt doppelte Punkte. Und ich werde die jetzt hier wieder gleichziehen. Das heißt, jetzt sind die dann auch auf 15. Dann ist eigentlich bloß noch grün, was ich ja letztlich am wenigsten brauche, aktuell mit den jetzigen Karten, dann nochmal aufzuziehen. Okay, jetzt die Belohnung. Schon seltsam, dass er nicht mehr da ist. Was ist daran seltsam? Jetzt habe ich keine Crew, kein Schiff und keine Pläne mehr. Schließ dich mir an. Warum eigentlich nicht? Dein Leben könnte ein wenig Piraterie vertragen. Okay. So, das ist sozusagen dann die Begründung, warum sie mich jetzt als epischer Charakter begleitet. Nochmal die Goldbelohnung. Nach jedem Teil von der Quest sind eben verschiedene Sachen. Neben Gold gibt es eben diese Freischaltung hier dieser Schwierigkeitsgrade, dieser Herausforderung. Das sozusagen zum Ende einer Quest. Hier ist jetzt eben Schluss, weil es hier keine weiteren Sachen gibt. Ich denke, im Rahmen dieser neuen Stufen wird es eben jetzt hier diese neuen Quests geben. Training der Nekromanten, das ist etwas, was ich auf jeden Fall jetzt noch aktivieren möchte. Es ist Zeit, dass jemand mit einem guten Herzen ein Nekromant wird. Okay, also Alastair habe ich ja schon freigespielt, der unterstützt mich ja bereits. Die Macht ist nicht vollständig böse, ich kann es dir zeigen. Gerne. Und ich spüre, dass du es für eine höhere Gerechtigkeit nutzen wirst. Das werde ich. Sehr gut. Wir werden einige Studien durchführen. Ich werde es dir dabei erklären. Legen wir los. Also die Heldenklassenprüfungen bestehen sozusagen hier eben einfach aus drei Kämpfen, wo hier mit verschiedenen Spezialausrichtungen dann gekämpft wird und danach werden wohl alle drei eben hier einfach zusammengemischt und ja, als möglichst härteste Gegner dann zu besiegen sein. Also mal schauen, wie schnell ich dort durchkomme. Auf in den Kampf! Okay, da haben sie jetzt sich gegenseitig verstärkt. Im Anfang des Kampfes erhalten alle Untoten zwei Leben. Das hat jetzt mindestens diese beiden hier jeweils aktiviert. Und für jeden braunen Verbündeten, okay, da ist jetzt keiner weiter dabei, deswegen hat er auch keine Magie dazu bekommen. Oder doch. Also dann hat er wahrscheinlich für sich selber auch einen Magiepunkt bekommen. So, er hat 50% zusätzlich. Okay, am Ende des Kampfes, das ist für ihn uninteressant, weil das ist eigentlich nur für Spieler relevant. Oh ja, vergiftet alle Feinde und fügt einem zufälligen Feind 8 Waren Schaden zu. Also das ist schon heftig, weil diese Schatten, also dieser Drache ist da ziemlich brutal, weil ihr seht, mit 8 Waren Schaden. Also mein Skelett wäre da ziemlich schnell hinüber und wenn sowieso alle vergiftet werden, dann verlieren die eben ziemlich schnell auch ihre Gesundheit. Naja, hoffen wir mal, dass der nicht so schnell aufgeladen wird. Der braucht Gold und Lila. Vielleicht sinnvoll hier und da mal ein bisschen Lila wegzunehmen, aber es sind eh noch genug Kombos da. Aber nun denn. Wie gesagt, für mich ist am sinnvollsten, rote Kombos erstmal zu machen. Ja, das ist natürlich am unpraktischsten. Dann kann er... So,
Okay, zum Glück sind die lila Sachen, die hier vorne natürlich nochmal davor sind, bevor die aufgeladen werden. Weil es lädt sich immer von oben nach unten auf. Das heißt, erst wenn die oberen Mana-Sachen voll sind. Okay, der futtert die ganzen Schädel weg. Ja, also hier ist noch lila, wo das gefiltert wird. Das heißt, eigentlich sind nur Gelb-Kombos für ihn aktuell direkt zum Aufladen da. Jetzt muss ich ihm natürlich die hier vorbereiten, damit ich einfach das Gelb, das Rot nutzen kann. Weil das schließlich immerhin 5 Punkte für mich bringt. Okay, wenn ich mal eine Search habe, wird er dann voll. So ist es wahrscheinlich einfach nur, dass er jetzt auf 11 dann geht. Was hat der eigentlich noch? Okay, der bekommt nochmal mehr Mana dazu. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viel, weil der hat er gerade eingesetzt. Also es muss dann eigentlich nur ein Mana-Punkt sein. Das ist dann noch verschmerzbar. Jetzt geht es vor allen Dingen darum, hier ein paar Gelbsteine wegzubekommen, damit er sich möglichst nicht damit aufladen kann. Jetzt hat er natürlich hier die erste Angriffschance. So, dann ist jetzt zumindest die Fähigkeit aufgeladen und damit kann ich zumindest alle verstärken. Das heißt, neben den 6, 7, 8, 9, 10, 11. Also 11 Schild bekommen alle dazu. Das ist für ihn vor allen Dingen wichtig. Ich weiß gar nicht, warum der schon so stark getroffen wurde. So, da war jetzt auch ein extra Turn. Das heißt, ich bin jetzt weiterhin am Zug. Da habe ich jetzt wieder einen Schlüssel bekommen. Und aber ich habe keine Vierer-Kombi bekommen, die kann er jetzt nutzen. Ja. So, also das ist jetzt mir auch eine zu große Kombo, als dass ich ihm das Risiko eingehe, dass er die nimmt, weil dann hat er hier braun, blau und danach noch lila. Aber dafür hat er jetzt den Totenschädel wieder. Aber Alistair hat ja zum Glück einiges aufgeladen. So, jetzt ist natürlich die Frage, also wenn ich den jetzt aktiviere, wobei ich denke, es ist noch ein bisschen zu früh dafür. Ich werde jetzt erstmal den Schaden aktivieren. Und dann letztlich, also hier kann ich wieder mit Rot, also die geht jetzt wieder um das Gelb umwandeln. Mit Rot kann ich hier auf jeden Fall dann weiter am Zug bleiben. Braun würde auch gehen. Mit Grün reicht es aktuell nicht und natürlich Blau ist definitiv hier möglich. Jetzt wäre natürlich die Frage, wo ich besonders Bewegung reinbekommen möchte. Weil ich denke, Blau ist da noch die beste Option, wobei Blau ist natürlich hier für ihn noch sinnvoll. Das heißt, ich werde das lieber auf Braun setzen und schauen, ob da dann noch die passende, weil hier ist dann die Blau-Kombo, die dazu kommt und ich habe eine Totenschädel-Kombo. Jetzt muss ich noch gucken, ob noch irgendwo Vierer-Sachen aktiv sind und ja, muss ich ein bisschen gucken, wie ich die Kombo am besten so mache. Ja, da ist jetzt natürlich sinnvoll, den Totenschädel einzusetzen, weil dann noch die Möglichkeit besteht, dass er vernichtet wird. Das, was ihr gerade gesehen habt, war im Endeffekt so ein Animationsfehler, weil natürlich er eigentlich die Einheit ist, die angreift. Aber aus irgendeinem Grund passiert es manchmal, dass dann die Einheit sozusagen bewegt wird, obwohl natürlich trotzdem nur der reguläre Schaden zugefügt wird. Das habe ich damals auch schon mal beobachtet, wo ich noch aktiver gespielt hatte. So, jetzt ist nochmal die Sache, wenn ich jetzt Alastair aktiviere und die Schildverstärkung aufziehe, dann habe ich hier die Schwierigkeit, dass das sich auflöst. Dann gibt es die Grün-Kombo, dann liegt hier der Schädel, hier der Schädel, hier der Schädel. Und ja, die anderen zwei Schädel liegen auch noch, also zumindest der liegt auf jeden Fall hier. Das heißt, der kann die Vierer-Kombo machen und bleibt danach auch noch am Zug. Und ich sehe jetzt aktuell keinen Hinweis zu sagen, okay, ich bekomme irgendwie da automatisch eine Vierer-Kombo, dass ich auf jeden Fall weiterspielen kann.
Deswegen ist leider die Fähigkeit einzusetzen im Moment keine gute Option. Aber ich denke, mit der Vorbereitung, den hier rüberzunehmen, sollte es ja, oder auch nicht entschärfen, weil dann entsteht da auch wieder die Combo. Beziehungsweise, nee, da geht ja dann wieder eins runter. Das heißt, der Totenschädel kommt hier zum Liegen. Der bleibt dort. Und der geht an diese Stelle. Das heißt, an der Stelle kann ich jetzt alles hier einsetzen und kann zumindest mit dem, was ich hier überschauen kann, mit den Schädeln gibt es kein Problem. Aber da oben ist einer entstanden. Das ist natürlich das, was man dann nicht so ohne weiteres voraussehen kann, wie die neuen Steine fallen. Aber nun gut, das ist eben das, ist das Spielelement, das Zufallselement, das manchmal frustrierend sein kann, aber letztlich ja auch den Reiz ausmacht, wie viel Strategie und mit wie viel Zufall man zurechtkommt. So, die Combo werde ich natürlich nicht machen, weil er dann wieder den nächsten Totenschädel bekommt. Wenn ich den hier rübernehme, ist auch die Totenschädel-Combo aktiv, das heißt eigentlich ist nur die Option, das da rüber zu ziehen. Oh. Das ist natürlich blöd, weil jetzt kann ich, helfen mir die Totenschädel-Kombos überhaupt nichts, weil der jetzt gefesselt ist. Mal gucken, steht da irgendwas? Okay, 1 zu 10 ist sozusagen die Chance, dass ich, dass der sich wieder befreit. Bis dahin ist es auf jeden Fall nötig, dass ich auf jeden Fall die Totenschädel-Angriffe vermeide. Und selbst keine Kombination dafür rausgehen. Ah, habe ich ja Glück gehabt, jetzt ist er schon wieder freigegeben. Das ist wieder 4er-Kombo. Aber keinen Totenschädeln. Oh, jetzt werden alle vergiftet. Das heißt, der hier ist dann so gut wie tot. Weil der wird nächste Runde, also sobald er einen verloren hat, wird er sterben. Die anderen haben noch ein bisschen Zeit, aber jetzt wird es zeitlich für mich auf jeden Fall ziemlich knapp. Jetzt hat er hier wieder einen 5er-Kumpel. Aber grün nützt ihm zum Glück nichts. So, wie gesagt, ist der eine jetzt schon gestorben. Jedes Mal, wenn dieser Totenschädel aufleuchtet, verlieren die letztlich ein Leben. So, das ist jetzt dann natürlich wichtig, möglichst seine Fähigkeit auch noch zu nutzen, solange das eben noch geht. Und zumindest hier ändert sich in der Reihenfolge nichts, auch an der Stelle. Die fallen zwar eins nach unten, aber solange jetzt keine neuen Totenschädel nachkommen, sollte es auf jeden Fall verstärkend wirken. Dass zumindest durch die zusätzlichen Angriffe sie noch ein bisschen geschützter sind. Jetzt hat er da oben noch eine 4er-Kombo. Und noch die 5er-Kombo und noch eine Schädelattacke. Ja, das ist im Moment noch nicht so optimal. Mein Held ist dann jetzt auch gleich hinüber. Jetzt ist der wieder stumm geschaltet. Also im Moment sieht es ziemlich schlecht aus, die Runde noch zu gewinnen. Dafür habe ich jetzt wenigstens noch mal einen Schlüssel bekommen. Das ist auch nett. Und noch ein bisschen Geld, weil das sacke ich auf jeden Fall ein. Und ja, die nützt mir jetzt nichts, die Combo. Deswegen werde ich die jetzt auch unterlassen und lieber das Braun aktivieren. Okay, hier kann ich auf jeden Fall eine 5er-Kombo machen, auch wenn mir das jetzt im Moment noch nichts nutzt. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal aktivieren. Das richtet jetzt eigentlich soweit auch. Okay, da oben ist jetzt auch wieder eine Angriffsformation. Es gibt Karten, mit denen man das letztlich beschleunigen kann, also beziehungsweise mit denen man die wieder, ich glaube, läutern nennt sich das dann, und die dann sozusagen wieder davon zu befreien. Ich werde jetzt einfach mal die grünen Felder auflösen und aktivieren, einfach damit ich zumindest noch das Geld einsammeln kann. Mana Surge. Ja, auch wieder 2 Kombos noch. Gut, hier ist nochmal eine 5er-Kombo. Wie gesagt, Mana Surge ist da auf jeden Fall sichergestellt. Hier ist noch eine 4er. Mana Surge. Ja, wenn die ganzen Angriffe jetzt schon so gewesen wären, dass die Schaden verursacht hätten, dann wäre ich noch ein gutes Stück weitergekommen. So, zumindest ist der jetzt nicht gefesselt. Das bedeutet, wenn da jetzt... Okay, da ist jetzt noch eine Kombo. Ist noch eine 4er irgendwie offen? Nee. Aber natürlich mit 5 Schaden kommt er nicht sehr weit, auch wenn er noch ziemlich gut aufgeladen ist. Das Problem, was ihn wahrscheinlich vorher umbringt, ist eben immer noch der Giftschaden, von dem es letztlich auch wieder keine Heilung gibt.
Genau, man hat bloß 50-50 Chance, dass sie zwar nur ein Leben verlieren, aber mehr, also eine Heilung ist dann letztlich auch erst durch eine andere Einheit nötig, die dann so etwas machen kann. Okay, gibt es jetzt einen Angriff. Oh, noch ein Fünfer-Turn. Und noch ein Schädel. So, letztlich für ihn ist eigentlich nur braun und rot interessant. Immerhin noch ein Schädelangriff. Also soweit ich weiß, sind die nebeneinander liegenden nützen mir nichts, weil ich brauche tatsächlich entweder so eine T-Kombination oder eben vier oder fünf in einer Reihe, damit es wirklich so gilt, dass ich weiterhin am Zug bleibe. So, damit ist dort oben. Ja, jetzt natürlich die Frage, wie gehe ich jetzt mit dem da um? Mal eine Combo. Also ich kann es ihm zumindest nicht abnehmen, irgendwo bei. Also die Grün würde genau runterfallen und würde die dann noch um 1 senken. Das heißt, ich kann dann zwar keinen Totenschädel, doch beziehungsweise den Totenschädelangriff kann ich ja machen. Und dann fällt der Totenschädel 1 tiefer und kann die Combo nicht auslösen. Dafür kriegt er da eine Combo. Also, naja, manchmal nutzt das ganze die ganze Strategie dann auch nichts, weil sozusagen der Zufall einem dann doch in die Quere kommt. So, hier kann ich zumindest dann die Rot-Combo machen, womit ich 5 Punkte bekomme und dann noch zusätzlich 3 Punkte von dem Braunen. Wobei, so wird es wahrscheinlich... Naja, so wird es auch nichts ändern. Aber ich bekomme dort jetzt noch die Möglichkeit für einen Fünfer. Ja. Jetzt gibt es wieder zwei Totenschädel-Kombinationen. Was macht der? Zerstört die Rüstung eines Gegners und fügt ihm 6 Schaden zu. Na, das ist ja heftig. Ob er, also wenn er jetzt gleich den ganzen... Na gut, immerhin zerstöre ich den vorher noch. Das heißt, sie bekommen dann den 11 Schaden von dort. Ach, deswegen war auch der, bei dem anderen vorhin die Rüstung so komplett weg, weil der ist dann einmal von dem angegriffen worden. Das hatte ich gar nicht so gut gesehen. Ja, meine Search für Farben, die man nicht braucht, nützt natürlich nichts. Jetzt habe ich aber hier die Fünferkombination gehabt, weswegen ich am Zug bleibe. Das sind dann die positiven Zufälle, die einen dann da unterstützen. Okay, mit Lila kann ich jetzt hier die Vierer-Kombo machen. Weil sonst würde ich nicht am Zug bleiben, wenn ich... Hier kann ich auch mit Blau. Also Blau und... So, danach würde ich hier auf jeden Fall, wenn ich die Blau-Kombo mache, der würde zusammengehen, der würde eins nach unten fallen. Aber der wäre immer noch eins weiter entfernt. Gut, das würde jedenfalls hier keine weitere Combo auslösen. Wenn ich Lila kombiniere... dann würde der noch zwei da oben bleiben. Aber der würde auch im Endeffekt weggehen, das heißt, der würde auch eins nach unten kommen. Also der landet hier, der landet da... Naja, schauen wir mal. Okay, genau, mit dem da oben kann ich jetzt eine Kombination machen. Hier habe ich auch noch eine Vierer-Kombo. Okay, jetzt wird der gefesselt, das heißt, ich kann dann auch überhaupt keine Angriffe mehr starten. Also außer Critical Hit, die würden dann zumindest noch einen Schaden verursachen. Okay, jetzt ist es dann fast zu Ende. Noch einen Angriff und dann war es das. Okay, jetzt kann ich nicht mal eine Combo... Doch, hier ist grün. Da kann ich eine Combo machen, wo ich zumindest am Zug bleibe. Und dem natürlich auch das Geld bekomme. In der Hinsicht ist es halt recht entspannt, da einfach noch ein bisschen Geld einzusammeln. Wobei ich aktuell nicht mehr weiß, es gab, glaube ich, ein Limit, wie viel man pro Runde überhaupt einsammeln kann. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt. Aber werden wir jetzt gleich mal schauen, weil der kriegt jetzt natürlich auch gleich noch eine Kombination. Ja, da kann er jetzt eh Totenschädel-Kombo machen. Achso, jetzt darf er ja noch nicht. Jetzt bin ich ja erst mal am Zug, aber letztlich ist es egal, weil er hat zwei Kombinationsmöglichkeiten. Okay, eine kommt weg. Ui. Und dafür kommt die nächste.
soweit das Beste versucht. So, jetzt mal schauen, ob die jetzt bei 254 irgendwo wieder anlandet oder ob ich 232. Ich habe, glaube ich, schon mehr Gold eingesammelt, also ich bin auf jeden Fall noch nicht zum Maximum und ich bin nicht sicher, ob es da noch eine Deckelung gibt. Okay, ich habe jetzt, ich werde den Test hier in Ruhe machen. Das Letzte, was ich euch letztlich jetzt noch zeigen möchte, neben eben den neuen Klassen, was die letzte Erneuerung war und den ganzen Aufleveln von Einheiten und so weiter, ist vor allem die Schatzsuche. Also die Arena ist sozusagen klassisch, die ist, wie gesagt, da einfach mit Zufallseinheiten von verschiedenen Schwierigkeitsstufen kann man dann bis zu 8 Siege machen und bekommt man die Belohnung. Während PvP, ja gleich mal wieder Geld einsammeln, PvP wird dann interessant, sobald ihr einmal angegriffen habt innerhalb der Woche, dann könnt ihr auch überfallen werden, was ich jetzt immerhin zumindest noch nicht, was jetzt immerhin noch nicht passiert ist. Aber was ich glaube auch geändert haben, ist, dass man dann die Revanchen besser macht, weil vorher konnte man, glaube ich, maximal die letzten 3 Gegner, die einen überfallen haben, dann nochmal bekämpfen und das Geld zurückbekommen. Das geht jetzt hoffentlich umfangreicher, sodass man zumindest am Ende nicht wirklich Geld verliert, soweit man es schafft, die dann zu schlagen. Aber eben das letzte Feature, was ich euch noch zeigen möchte, ist die Schatzsuche. Aktuell habe ich 3 Schatzkarten gewonnen, erspielt. Und jeweils nach 15 Zügen auf der Schatzkarte bekommt man auf jeden Fall einen weiteren Edelstein, also eine weitere Rune. Und eben, man startet mit 15 Zügen. So, auf den Schatzkarten seht ihr eben hier auch nochmal eben die Information, dass nach jeweils 15 Zügen bekommt ihr eben eine Rune. Das mag, wobei eigentlich stand doch da, dass da man 15 Züge hat, also man hat eigentlich nur 8 erstmal am Anfang, aber es ist so, jedes Mal, wenn ihr eine Vierer-Kombination macht, also wo mindestens 4 Elemente beteiligt sind, bekommt ihr sozusagen die wieder ausgeglichen. Das heißt, das kostet dann keinen Zug. Und wenn ihr solche Fünfer-Kombos macht, dann bekommt ihr sogar einen Zug dazu. Dann steigt es also um 1 an. Und das ist letztlich auch der Trick, zu schauen, dass man möglichst die Kombination so hinbekommt, dass man eben da nach und nach Züge aufbaut. Und hier seht ihr letztlich, eben mit den Münzen bekommt man nur die Chance auf Gold. Hier ist dann die Chance auf Seelen, dann hier auf die PvP-Währung, auf die Ruhm-Währung. Dann ab hier gibt es eben die Möglichkeit zu Diamanten. Wie gesagt, deswegen ist es eigentlich eine gute Chance, über die Schatzkarten überhaupt an Diamanten zu kommen. Und hier dann, das sind glaube ich die klassischen Truhen und das sind die Ruhm-Truhen. Aber ja, jetzt starte ich einfach mal und mal schauen, wie viele Züge ich diesmal zusammenbekomme. Weil wichtig ist die Strategie, ihr könnt letztlich einen Bonus-Turn könnt ihr nur einmal bekommen in so einer Runde. Das heißt, wenn ihr sozusagen mehrere Kombinationen habt, in denen letztlich so eine Fünfer-Kombo möglich ist, dann möglichst von oben anfangen. Hier ist es jetzt im Moment auch, glaube ich, die einzige Vierer-Kombination, die jetzt sich so ohne weiteres erschließt. Die Schwierigkeit dabei ist, zu beachten, wie sich die Kombination sozusagen auslöst. Das heißt, wenn ihr das Teil bewegt, auch bei einer Vierer, ist an der Stelle entsteht dann die Silbermünze. Und wenn von dieser Stelle aus sozusagen schon eine neue Dreierkombination mindestens hinbekommt, dann fällt die nicht erst runter, sondern dann bleibt die an der Stelle und verwandelt sich gleich weiter. Das werde ich gleich mal noch schauen. Also gut, hier ist es relativ einfach, weil da würde dann eine Silbermünze entstehen, die würde runterfallen und hier eine Goldmünze entstehen lassen, was allerdings jetzt keine weitere spannende Nachfolge-Kombo ermöglicht. So, hier ist es so, wenn ich den rübernehme, dann würde sich hier letztlich noch ein Sack bilden. Das heißt, dann wäre dieser Dreierblock als Sack komplett und das Teil würde letztlich nach unten fallen. Das Teil würde 1 nach unten fallen, das Teil würde 2 nach unten fallen und ich hätte hier auf jeden Fall eine Möglichkeit für eine Vierer-Kombo, wenn die nicht zum Beispiel durch die Aktivitäten da oben dann irgendwie ausgelöst wird. Schauen wir mal. So, also hier ergibt sich sogar eben jetzt die Fünfer-Kombo, die ich jetzt dann zwar nicht so wieder nicht alles bedacht habe, aber letztlich ist es so natürlich noch besser, als wenn dann nur eine Vierer-Kombo rauskommen würde.
Und letztlich von der Strategie her ist es wichtig, auch bis zu einem gewissen Grad immer wieder aufzuräumen. Das heißt, nicht zu viele Einzelteile hier dann nachher liegen zu haben, die man nachher nicht mehr kombinieren kann. Ich weiß nicht, was passieren würde, wenn man ja sozusagen keine Kombinationsmöglichkeiten mehr hat, ob das Brett dann geschaffelt wird oder ob man dann auch schon verliert. Da bin ich mir nicht sicher. Das ist bisher kann ich mich nicht daran erinnern, dass das schon mal vorgekommen wäre. So, auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier die Silber-Kombo mache, fällt die Silbermünze nach unten, weil sie ja keine Kombo-Möglichkeiten hat. Dann kann ich hier auf jeden Fall wieder eine Vierer-Kombo zusammenstellen. Das heißt, so kann ich mir zumindest jeden zweiten Zug sparen und natürlich schauen, wo sich hier jetzt eventuell noch andere Kombinationen ergeben. Ihr habt gesehen, aus den Säcken ist jetzt gleich diese normale Truhe geworden, bevor aus den Truhen dann eben, also ihr seht ja hier die Reihenfolge, dann die grünen Truhen werden. Bei dem Tresor ist zu beachten, der lässt sich nachher nicht mehr bewegen. Das heißt, den kann man selber in so einer Bewegung nicht austauschen. Der bleibt genau an der Stelle, wo er einmal entstanden ist. So, im Moment sieht es recht schwierig aus, weil wichtig ist natürlich auch, möglichst viel Bewegung in das Ganze reinzubekommen, damit man die Chance hat, einfach von nachfallenden Elementen noch eine gute Kombo zu bekommen. So, hier ist jetzt wieder eine Fünfer-Kombo, die mir dann letztlich wieder einen Zug ermöglicht. Und ja, so ist es natürlich angenehm, wenn da einfach ein bisschen Bewegung reinkommt. So, wenn ich die jetzt nach unten mache, entsteht hier eine Silbermünze. Die Silbermünze fällt nach unten. Dann habe ich hier eine Goldmünze, während hier eine Goldmünze ja nach oben ist. Das heißt, hier erfolgen sozusagen drei Kombinationen, die sich nacheinander umwandeln. Eins, zwei, drei. Und dann natürlich ja, die Säcke. Das ist nämlich die Schwierigkeit bei den Nachfolgekombinationen, vor allen Dingen, wenn es dann eine Viererkombination ist. Die Frage ist, an welcher Stelle letztlich das neu entstehende Objekt entsteht. Das ist irgendwie nicht immer hundertprozentig planbar. So, jetzt ist hier die Frage, ja, entweder nach unten, also dann lieber die Vierer, weil ich kann sie so oder so nicht sicherstellen, dass sie erhalten bleibt und ich dann eine Fünfer-Kombo machen könnte. Okay, hier haben wir jetzt auf jeden Fall wieder eine schöne Fünfer-Kombination. Jetzt ist natürlich die Frage, möchte ich lieber so Gold entstehen lassen und die Goldmünze fällt nach unten als Vierer-Kombination, oder ich lege die hier rüber, wobei sie dann auch als Vierer-Kombination nach unten fällt. Also es ist so oder so egal, ist dann nur die Frage, wenn die nach unten fällt, entsteht da der Sack, hier ist der zweite schon und jetzt entsteht da zumindest keine neue Kombo. Aber dann würde ich die jetzt einfach nach unten nehmen. So, dann ist hier jetzt eine Fünfer-Kombo. In dem Moment, wo die zur Kiste wird, müsste, wenn die sich nicht auflöst, noch eine zweite Fünfer-Kombo möglich sein. Ja. Das heißt, die Fünfer-Kombo ist erhalten geblieben. Hier war jetzt auch, hier war gerade noch eine Fünfer-Kombo, die natürlich keinen Effekt hatte, weil ich schon eine Fünfer-Kombo angefangen hatte. So, die Vierer-Kombo, wie gesagt, die kostet mich dann keinen Zug, weil der Zug dann wieder gerettet wird. Aber hier ist jetzt eine Kombination entstanden, womit ich wieder einen dazu bekommen habe. Also am Anfang besteht es vor allen Dingen so, letztlich darum, die Kombination möglichst so hinzustellen, dass ich erstmal Züge sammeln kann. Weil nachher wird es ohnehin komplex genug, die grünen zu einer roten Kiste zu machen und dann vielleicht noch einen Tresor daraus zu machen. Weil natürlich auch die Menge, die man dort bekommen kann, auf jeden Fall deutlich zunimmt. So, hier entscheide ich mich jetzt sozusagen hier unten einfach mal schon mal was ein bisschen zusammenzufügen, womit dann auch die Fünfer-Kombo hier entstanden ist, die jetzt noch nicht beabsichtigt war, aber naja, ein bisschen Glück gehört halt immer dazu, wenn man es nicht sieht, dass man dann einfach so in der Lage ist, hier und da noch ein bisschen zusammenzubekommen. So, Vierer-Kombo. So, hier habe ich jetzt wieder eine Fünfer-Kombo. Jetzt ist die Frage, ob es sinnvoller ist, die Kiste sozusagen dann nach rechts zu schieben oder nach links oder einfach nach oben unten zu lassen. An der Stelle entscheide ich mich, das nach unten zu nehmen, weil dann auch hier diese ganze Linie aufgelöst wird und dann natürlich die Säcke auch schon nach unten fallen. Ja, wie gesagt, tendenziell ist es eher sinnvoll, möglichst viel Bewegung reinzubekommen, damit die Chance ist, dass da weitere Kombinationen nachrutschen können.
damit entsteht hier wieder eine Fünferkombination. Und hier ist zumindest eine Viererkombination. Jetzt kann es sein, wenn hier eine Bronzemünze nachrutscht, dass ja auch eine Fünferkombination drauf wird, aber ansonsten ist es halt zumindest eine Vierer und ermöglicht mir hier eine weitere Viererkombination. Oder sogar eine Fünferkombination, ja. Jetzt wird sogar eine Fünferkombination drauf. So, wenn ich die jetzt nach unten kombiniere, dann entsteht hier Silber und hier entsteht, also normal müsste hier die Goldmünze entstehen aufgrund der Dreierlinie und dann könnte ich hier eine Viererkombination draus machen. Ja, aber das ist wie gesagt immer das, was nicht hundertprozentig sicher ist bei solchen Viererkombinationen, wo jetzt tatsächlich in der Folge der Block auftritt. Und jetzt ist hier zum Beispiel, ist natürlich schade, dass jetzt hier der Sack entsteht. Sonst würden die Kisten sich bereits so weit kombinieren, dass da natürlich eine grüne rausgekommen wäre. Aber so kann ich auch eine Viererkombination machen. Und jetzt habt ihr gesehen, da ist jetzt die erste Rune aufgetaucht, die ich jetzt bekommen habe. Auch wenn ich jetzt noch nicht genau gesehen habe, welche, ist da aber schon ersichtlich eine erhalten zu haben. Das heißt, es müssten jetzt dann die ersten 50 Züge gewesen sein, außer ich habe vorhin schon eine verpasst. So, hier ist jetzt zum Beispiel eben wieder, hier ziehe ich dann die Silbermünze hin, die Kiste fällt aufeinander, das heißt, hier ist eine Kistenkombination dann möglich. Und bei denen hier ist dann wieder die spannende, also hier müsste dann die Kiste entstehen. Ja, tut sie auch. So, jetzt ist nur die Frage, wie ich hier am geschicktesten weitermachen kann. Weil im Moment sieht das alles ein bisschen verbaut aus. Genau, wenn ich die jetzt rübernehme, dann fällt das braune 1 nach unten und dann kann ich hier diese Linie zumindest schon mal schließen, ohne dass mir dann ein störendes Element dazwischen ist. Aber hier ist jetzt noch eine Fünferkombination. Und okay, der braune ist jetzt verschwunden. Gut, dann mal schauen, inwieweit hier jetzt noch eine Fünferkombination möglich ist. So, hier kann ich jetzt eine Viererkombination machen und dann kriege ich meine erste rote Kiste. So, wenn ich den jetzt hier rübernehme, dann bekomme ich hier Silber, also beziehungsweise eine Vierer-Silber-Kombination, die dann auch schon mal hilft, das Ganze zu vervollständigen, beziehungsweise hier mache ich jetzt erstmal noch die Fünferkombination natürlich komplett. Und da ist jetzt noch eine neue Fünferkombination aufgetaucht. Und ja, ich denke, da ist jetzt nichts weiter zu machen. Also, dass ich jetzt da die Goldkombination auslöse. So, wenn ich die jetzt runterziehe und zu Gold mache, dann wird sowohl hier ist keine Goldkombination als auch hier, das heißt, die fallen nach unten und machen eine Vierer-Gold-Kombo. Das heißt, die Münzen sind dann alle weg, das heißt, dann kommt ein Sack, der sich neu gebildet hat, hier zu liegen und der zweite Sack fällt hier drauf und macht hier die Kisten und da müsste jetzt die Kiste wieder sich hier bilden. Ja, mal schauen, wie das Ganze dann aufgeht. Ja, da seht ihr, das ist dann sozusagen das, was man da nicht einrechnen kann. Da waren dann jetzt noch Zwischenkombos, die ich so noch nicht auf den Blick hatte. Hier ist auf jeden Fall nochmal eine Fünferkombination. Hier ist es auf jeden Fall wieder sinnvoll, die Kisten übereinander liegen zu lassen, damit die, wenn ich jetzt da unten drunter noch schaffe, eine zu machen oder eben oben drüber, dass die dann direkt dort miteinander verschmelzen. Aber hier ist auf jeden Fall noch eine Fünferkombo. So, jetzt habe ich hier auf jeden Fall genug Grüne, weswegen ich dann hier jetzt vorgehen werde, dass ich eben die wegnehme, damit die Grüne 1 nach unten fällt und dann bekomme ich hier die Möglichkeit, eine zweite Rot-Kombo zu machen, also eine zweite rote Kiste. Aber vorher auch wieder die Vierer-Kombos, weil bevor die zerstört werden, dann lieber die Kombos vorziehen, die weiter oben sind und letztlich keine Turns kosten. Ja, hier wäre es jetzt natürlich schön, wenn ich die jetzt nach oben machen würde, dann könnte hier eine Fünfer-Kombo entstehen, aber bis dahin ist natürlich das da schon aufgelöst, weil das sofort weggenommen wird. Aber umgekehrt, wenn ich es richtig sehe, wenn ich den jetzt nach unten ziehe, dann sollte der braune hier zu liegen bleiben, also Bronze, und dann kann ich hier eine neue Fünfer-Kombo machen. Ja, da ist jetzt Bronze nachgefallen, deswegen hat es an der Stelle nicht funktioniert.
dann probieren wir hier jetzt nochmal eine Vierer-Kombo zumindest zu machen, damit das wieder zuckt. Und hier ist jetzt aber wirklich die Möglichkeit, wieder einen Zug dazu zu bekommen. Und hier ist auch ein Zug entstanden. So. Im Moment ist es hier unten noch recht geordnet. Es wäre natürlich praktischer, wenn da ein bisschen mehr die schon irgendwie verbunden wären. Hier ist es auf jeden Fall sinnvoll, dann mal die Silbersachen sozusagen rauszubekommen. Was ich dann, indem ich jetzt hier den Sack mache und dann damit die Kiste so zuschließe. Und hier habe ich jetzt auch eine Viererkombo entstanden, so hat sich der Zug insgesamt dann auch wieder keinen Turn gekostet. So, hier unten kann ich jetzt noch eine Kiste zusammenbringen, weil ansonsten sind die Kombinationen da oben jetzt eher uninteressant. Deswegen ist es eher so ein bisschen hier unten aufzuräumen und dem dafür zu sorgen, dass ich tatsächlich in der Lage bin, hier einfach noch ein bisschen mehr Struktur reinzubekommen und die Sachen zusammenzufügen. So, da ist jetzt wieder eine Vierer-Kombination entstanden und Fünfer-Kombination. Da waren jetzt wieder zwei Fünfer-Kombinationen nacheinander, weil hier ist jetzt im Moment eigentlich ein ziemlich gutes Spielfeld. Es sind sozusagen wenig verschiedene Elemente, die also schnell einander kombinieren können. Zum Beispiel hier jetzt werde ich auch wieder eine Fünfer-Kombination bekommen. Also wenn ich den rüberziehe, kommt hier eine Silbermünze, die ist in keiner Kombination, fällt also nach unten und dann steht hier im Endeffekt so eine T-Kombination. So, jetzt ist im Endeffekt die Frage, ob es möglich ist, hier noch eine Fünferkombination vorzubereiten, indem da ein Sack entsteht. Ja, hat geklappt. Das heißt, mit der Viererkombination ist jetzt eine Fünferkombination und erhöht mir wieder die Zugzahl. So, damit ist hier dann die zweite grüne Kiste. Während hier eigentlich das gleiche. Das heißt, da kann ich dann auch gleich noch eine grüne erzeugen. Okay, da oben ist eine Viererkombination, die dann auch wieder eine normale Kiste erzeugt. Ihr seht, jetzt sind hier schon wieder einige verschiedene Elemente aufgetaucht, wo es dann wieder gilt. Ja, hier kann ich dann die rübernehmen und eine Viererkombination draus machen. So, wenn ich die jetzt rübernehme, dann entsteht hier zwar eine Goldmünze, die fallen aber beide nach unten, sodass es zumindest eine Viererkombination gibt. Ja, hier natürlich jetzt lieber erstmal die rote Kiste machen. Und dann versuchen, das Ganze weiter nach unten zu bekommen. Okay, jetzt sind es noch 10 Züge. Okay, da fällt auf jeden Fall... Ja, das hat jetzt nicht geklappt, weil zuerst hatte ich es wie eine Vierer, aber dann ist natürlich genau das Element, was dann dazwischen steht. Und dann war aber leider oben wieder eine Goldmütze, sodass ich dann auch keinen Fünfer mehr ziehen konnte. So, jetzt wäre die Frage, ob da oben... ob ich da noch eine Silbermünze hinbekomme. Okay, damit kann ich zumindest hier dann die Säcke schließen. Dann fallen die nach unten und dann habe ich hier eventuell die Chance auf eine Viererkombination. Mal schauen. Keine Vierer-Kombo möglich. So, auf jeden Fall kann ich hier jetzt noch ein bisschen Systematik reinbringen und bekomme dafür auch hier nochmal die Fünfer-Kombination. So, hier wäre jetzt natürlich auch nochmal praktisch, da eine Goldmünze zu haben. So, damit wäre die Goldmünze eins tiefer. Weil mir das... Naja, zumindest bringt es mir... kein Zugverlust. So, hier ist jetzt letztlich auch sinnvoll, wenn ich jetzt die Kiste zu einer grünen mache, dann bleiben die hier ja stehen. Also die Kiste und die Kiste. Die fällt natürlich eins nach unten. Aber dafür kommen die beiden Säcke genau auf die Ebene und machen hier eine Kiste draus. Also mal schauen,
wie weit sich dann die Kisten jetzt noch zusammenschließen lassen. Weil es wäre natürlich schön, noch ein Tresor zusammenzubekommen, weil genug grüne Kisten an sich sind zwar da, aber die sind im Moment zu weit entfernt, um damit auch noch eine Rot-Kombo hinzubekommen. Und hier lässt sich leider jetzt nichts mehr kombinieren. Selbst auf Kosten von einem Zug lässt sich da nicht viel machen. Aber hier kann ich zumindest noch eine Vierer-Kombo draus machen. Und dann ist auch nochmal eine Vierer-Kombo. So, hier ebenfalls. Ja, jetzt wird es spannend, ob ich da noch eine rote Kiste rausbekomme. Zwei Züge noch. Das heißt, wenn ich den jetzt rausnehme, fallen die beiden zusammen und zumindest kann ich da auf jeden Fall eine rote Kiste draus machen. Natürlich die spannende Frage, ob es sich mehr lohnt, die zusammenzufügen und noch eine Kettenreaktion abzuwarten oder ob es besser ist, die zusammenzufügen. Aber ich sehe jetzt hier auch keinen größeren Vorteil. Naja, dann machen wir einfach die und dann ist es der letzte Zug. Und ich bekomme die Auswertung. Also ihr seht jetzt, wie die Münzen aufgelöst werden. So, jetzt kommen die Goldsäcke dran. Also entweder 3 Seelen oder 30 Gold. 80 Gold oder 2. 1. Ja, ein Schlüssel. Und also einen runischen Erdstein habe ich bekommen. Einen großen Wasserstein und einen kleinen Erdstein, großer Naturstein. Das heißt, wir sind jetzt schon bei 60 Zügen. Kleiner Feuerstein. Also 87 Spielzüge insgesamt. Ich weiß nicht genau, was das Punkteergebnis noch zu sagen hat. Auf jeden Fall ist es, ja, es waren sogar 2 Schlüssel, die dabei waren. Insgesamt 5 Runensteine, also aus meiner Sicht ein ganz ordentliches Ergebnis. Und ja, soweit. Das war jetzt das letzte Spielelement, was ich euch vorstellen wollte. Und damit beende ich es auch für heute und wünsche euch viel Spaß beim Reinschauen und Spielen. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein recht einfaches, kurzweiliges Spiel und der Sammelfaktor aufgrund der Runen und der Upgrades mit den Einheiten und ja, Einheiten, die eigenen Level. Ach so, was ich noch nicht gezeigt habe, noch ganz kurz. Man kann auch die Königreiche jetzt aufleveln. Also das ist jetzt Stufe 7, das ist ziemlich teuer, das auszubauen. Und es hängt sehr stark auch davon ab, inwieweit man Einheiten davon hat und wie viele Level die haben, also inwieweit man die hochgelevelt hat. Also da gibt es natürlich auch dann noch verschiedene Elemente, die einfach von jedem Königreich dann unterschiedlich Boni liefern. Hier sieht man auch nochmal, in welcher Form die Stärke-Level Einfluss haben, darauf auf Goldeinkommen und bestimmte Fähigkeiten-Boni. Und aktuell mit Stufe 7 bekomme ich eben für die lila Farbe eben auch 7 mal mehr die Edelsteinbeherrschung. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt irgendwo sehen kann. Ich glaube beim Helden, genau. Das heißt, ihr seht sozusagen 21%, 18%, das sind jetzt die Quoten, wie hoch ich dieses Mana Surge bekomme. Das heißt, letztlich jeder fünfte Zug ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei lila doppelte Punkte bekomme. Und das kann dann schon ziemlich gravierend sein, gerade bei den höheren und stärkeren Einheiten, die ziemlich viel Mana brauchen, um ihre Fähigkeiten aufzuladen. Und deswegen, ja, soweit für heute. Damit verabschiede ich mich und viel Spaß beim selber Spielen, Ausprobieren und ja, kennenlernen, was euer Spielstil ist, mit welchen Einheiten es euch am leichtesten fällt und ihr am meisten Spaß habt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!